Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zu Part 5 von The Killing Antidote. Ja, ich hatte eigentlich schon beim letzten Mal mich in den Urlaub verabschiedet, habe aber noch ein bisschen Zeit, eine Folge aufzunehmen, und dann wird die Zeit bis zur nächsten nicht gar so lang. Nutzen wir das doch. Und ohne weitere Umschweife würde ich sagen, weiter geht's. Warum habe ich hier das Handtuch an? Ah ja, gut, besser. Kann ich mich jetzt eigentlich hier mal umkleiden? Nee, alles, was ich gefunden habe, ist weg, ne? Nur das, was ich seit dem Angriff der Dusche wieder neu gesammelt habe, kriege ich hier auch. Ah, na gut. Muss doch so bleiben. Mehr Kleidung geht nicht. Dann ist das so. Ich muss mich gerade mal ein bisschen orientieren. Ah, Schuss habe ich genug. Genau, ich bin ja auf dieser Etage gerade erst angekommen. Dann können wir im Grunde mit dem Erforschen beginnen. Das ist der Kontrollraum für die Fahrstühle. Gut. Habe ich gerade Fahrstühle gesagt? Natürlich die Fahrstühle. Naja. Hier sind auch wieder brüchige Wände. Habe ich eine Granate? Ich habe eine. Aber wie... Oh. Wie wird die dort halten? Muss ich die... Habt ihr das gesehen? Wie geil ist das denn? Okay. Ja. Alles klar. Ich habe hier einen Safe Point in nächster Nähe. Ich könnte es ja einfach mal probieren. Ich kann ja gar nicht brüten. Sie wirft sie ja sofort. Also ich müsste sie im Grunde hochwerfen. Oder von dort oben werfen. Dass sie dann erst detoniert, wenn sie auch über der Wand ist. Komme ich denn hier irgendwie hoch? Ist das hier? Hammer nicht. Dann eben nicht. Mit dem bin ich ja gerade erst hergekommen, ne? Haben wir hier noch was? Soll ich mal gegenschießen? Hiermit erledigt? Bringt nichts. Wissen wir das auch. Okay, hier ist kein Durchkommen. Große Rund und Freis. Große Rund und Freis Frage. Das heißt, Moment, kann ich hier vielleicht runter irgendwo? Das ist zu hoch. Hier irgendwo? Ah, da ist übrigens die andere Etage, in der ich mich schon mal durchgesprengt hatte. Schwierig. Hier ist eine Granate. Ich glaube, er will, dass ich da was gegenwerfe, ne? Wir machen das jetzt einfach mal. Der letzte Safe Point ist ja nicht weit weg. So wird das schon mal nichts. Dann üben wir mal und starten einfach neu rein, wenn es nicht klappen will. Der hat mich schon mal erwischt. Das ist für die Reichweite ein gutes Zeichen. Ah ne, das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Was ist das da eigentlich? Ah, noch eine Maske. Gut, die entferne ich gleich. Ich würde sagen, ich lade neu und hole euch wieder rein, wenn das Problem gelöst ist. Moment, ich habe noch eine Idee. Ich könnte sie mal da reinwerfen, ne? Hat aber auch nichts gebracht. Jawohl, jetzt haben wir es. Gut. Alles klar. Gut, gut, gut. Okay, wieder chronologisch.
Das Katalysatorprojekt kommt allmählich voran und die Prüfer, nee, die Experimentenergebnisse so sind entsprechend unseren Erwartungen. Es gibt immer noch kleinere Probleme, die gelöst werden müssen und es braucht Zeit für Weiterentwicklung, bevor es in die Produktion gehen kann. Julie,他怎么会在这里？Da ist jemand weggelaufen. Die 162. Riege von Experimenteuren haben drei weibliche Kandidaten hinzugefügt. Ivy, Julie, Maggie. Die Forschung und Entwicklung von Element Z-Katalysatorprodukten ist erfolgreich abgeschlossen und wurde der Regierung gemeldet. Okay, morgen geht die erste Reihe fertiger Produkte in großen Mengen um die Welt. Alles dank des Departments, nee, dank an das Department für ihre harte Arbeit. Okay, eine kleine Nummer von Experimenten zeigen abnorme körperliche Reaktionen. Das ist ein normales Phänomen, entstand durch individuelle Unterschiede. Und heißt nicht, dass es ein Problem mit dem Katalysator gibt. Kein Patient hat es bemerkt oder über Probleme geklagt. Keine Sorge, wir und das PhD-Team werden weiter forschen und ich denke, das Problem werden wir bald gelöst haben. Und jetzt von nun an wird bis auf Weiteres das Labor geschlossen. Und alle Informationen will be subject to notification from the group. Okay. Also gehören nämlich an den Leuten, die es notiert haben, oder sind den Notizen zu entnehmen? Ich bin gerade ein bisschen unsicher, wie ich es übersetzen soll. Ah, neues Spielzeug. Hey. So, hier haben wir ja einen Lichtschalter. Können wir es auch leichter haben. Da ist wieder ein Koffer. Und ich habe wieder mein Hacking-Tool und weiß immer noch nicht, wie es funktioniert. Moment. Also die beiden Sachen, die möchte ich euch ändern. Keine Änderung. Ah, die ist richtig. So soll das funktionieren, ja? Oh, jetzt ist die richtig. Das reicht ja nie und nimmer, um die Zahl rauszufinden. Wie soll das damit gehen? Also ich bin zwar jetzt etwas weiter mit meiner Erkenntnis, aber nicht so weit, dass es schon funktionieren würde. Schon ein bisschen peinlich, ne? Wir verlieren kein Wort mehr darüber. Achso, ist der gleiche Raum. Junge! Oh. Okay, Problem. Oh, fuck! Okay. Gut, gehen wir nochmal rein. Jawohl. Nein, nein! Fuck. Okay. Ich hole dich dann wieder dazu, wenn ich in dem Gang mit den Zombies bin. So, ihr wollt nicht wissen, wie oft ich hier wiederholen musste. Gut, Mails hatten wir jetzt schon gecheckt. An dem Koffer halte ich mich schadlos. Wir gehen direkt weiter. So, und wenn es jetzt kracht, sollte ich umgehend den Rückwärtsgang einlegen. Vielleicht sollte ich jetzt schon rückwärts gehen. Zeit gewinnen. Oh, hab ich nicht. Gut, aber da kommt keiner. Ist schon mal ein Vorteil. Okay, gut.
Jetzt bräuchte ich ein bisschen Energie. Ja. Okay. Sind diese Diamanten vielleicht Geld wert? Weil ich hätte ja eigentlich schon einige gesammelt. Konnte aber bisher noch nichts kaufen. So. Gut, der Schlüssel fehlt mir noch. Das ist jetzt keine Sackgasse sein. Was bedeutet? Oh, das bedeutet es. Na? Oh, ich kann besonders wenig leiden, euch Kriecher. Ja, davor kommen ja auch noch Gegner. Habe ich ein Messer? Habe ich bitte ein Messer? Habe ich nicht. Aber ich lebe noch. Oh, hier sind ja auch noch neue. Oh, scheiße. Läuft der richtig gut? Oh, Mann. Schon wieder was gerumst. Kommen noch mehr Gegner? Das bleibt verdammt nochmal liegen. Okay. Jetzt nehmen wir unsere erste Kohle ein. Ich werde wahnsinnig, wenn ich jetzt beim Rückweg den Sprung nicht schaffe. Hä? Was denn? Achso, ist mein Inventar voll? Nee. Keine Ahnung, was das eben war. Lebt hier noch jemand? Nee, gut. Okay. Oh. Okay, schnell Energie. Ich bin so gut wie tot. Wollen wir nicht? So. Oh Mann. Hier geht's ja ab, oder? Da hat sich... Der Ton hat sich verschärft. Sorry, musste mich einmal durchräuspern. Gut, finde ich einen Code hierzu. B15C9, könnte man daraus was machen? Als zweiter und dritter Buchstabe, also 2539. Probier ich mal. Nee. Nee. Ich akzeptiere meine Niederlage. Und hoffe einfach auf einen guten Rückweg. Bestmöglich vorbereiten, Waffe holstern, Kondition. Oh Gott, schafft ihr das überhaupt? So ein bisschen mehr Anlauf, würde ich sagen. Ah, okay. Gut. Gut, gut. Gehe ich jetzt mal speichern, bevor noch irgendwas Dummes passiert. So. Dann gehen wir shoppen, würde ich sagen. Was ist Milch? Wozu ist das gut? Oh, Number of the Beast. Was hätten wir denn gern? Ist jetzt alles nicht so aufregend, wie ich gehofft hatte. Und ich hoffe ja immer noch, ich finde meine Waffen wieder. Da werde ich keine neuen kaufen. Oh, die sind nicht teuer. Ich nehme mal einen zusätzlichen mit. Oder zwei, dass wir endlich mal einen Koffer öffnen können. Gut, für mein Sturmgewehr gibt es hier leider keine Munition. Aber Hilfe immerhin. Wie viel habe ich da jetzt bekommen?
Ja, schauen wir mal. Ja, sieht gut aus. Ich habe Schritte gehört. Tja, dort hinten war ja nur Sackgasse, ne? Gibt es denn noch eine andere Etage? Ich bin auf 4 und kann auf 2. Von B2 komme ich ja. Das nützt mir irgendwie so gar nichts. Ist jetzt vielleicht eine neue Tür aufgegangen, weil hier jemand durchgerannt ist? Nee. Tja. Irgendwas muss ich noch übersehen haben. Im Zweifel auf der Seite, ne? Halt, Waffe Holz dann. Ah, so langsam läuft's. Ja, aber nichts weiter. Hatten wir hier einen Controller vielleicht übersehen? Nein. Wollen wir versuchen, einen Koffer zu hacken? Ah, 0 ist richtig. Ist richtig. Acht ist richtig. Oder. Okay. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe deutlich mehr Geld rausbekommen, als ich für dieses Hacking-Tool reingesteckt habe. Hacken wir auch gleich noch den zweiten Koffer, würde ich sagen. Dann scheint sich das zu lohnen, die zu hacken. Ah, und hier sehe ich, es geht zurück, also es ist falsch. Ah ja, jetzt komme ich so langsam dahinter, wie man den benutzt. Ja. Okay. Ja doch, das lohnt sich. Es gibt hier jedes Mal richtig Asche. Gut, dann haben wir hier noch ein Rätsel zu lösen. Moment, ich glaube, diese Tür, die ist neu aufgesprungen, ne? Beim letzten Angriff. Okay. Aber es sieht auch eher so nach Nebenpfad aus. Geht so ein bisschen, als sei ihr Partner infiziert gewesen. Und sie hat versucht, ihm ewige Liebe zu schwören. Okay, und ich bin wieder hier rausgekommen. Das ist doch nett. Kann ich gleich Geld ausgeben. Ein Zombie-Detektor. Auch interessant. Nehmen wir mal einen. Können die ja mal ausprobieren. Ah, und jetzt haben wir auch Sturmgewehrmunition. So. Sieht doch schon besser aus. Wollen wir auch das verticken? Oh, die sind was wert. Jetzt habe ich aber richtig Geld. Soll ich recht überlegen, ob ich mir nochmal einen Bogen kaufe. Aber nein, wir warten ja auf unsere... unsere Ausrüstung. Das ist ja immer noch unser Missionsziel. Okay. Wie geht's jetzt weiter, Teuerste? So,
sonst nur noch mal wieder runterfahren? So, ich bin noch mal wieder runtergefahren. Das ist nett. Bringt mir aber nichts. Nee, da kann ich von hier aus irgendwas... Ah ja. Ah, dann hat sich der Besuch doch gelohnt. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Da könnten wir mal rüberspringen. Ah, und haben ein Badge gefunden. Ist doch auch nett. Ansonsten finde ich hier unten aber nichts mehr Interessantes. Dann fahren wir wieder hoch. Moment, ich glaube den hier kann man anheben. B5, 98, C9, 85. 9885. Und ich habe den Schlüssel. Wunderbar. Es kann weitergehen. Ein Glück. Na, wo ist er denn? Da. Oh ja, hier ist die Dusche. Und das werden wir auch gleich machen. Aber hier war doch noch eine zweite Tür dieser Art. Da gehen wir auch noch mal hin. Wo war das? Da drüben. Ah, nee, ich glaube, der passt nicht, ne? Nee. Okay, mein Fehler. Aber gut, wo wir schon hier sind, mein neuer Schmeicherpunkt. Wer weiß, ob ich da gleich wieder unangenehmen Besuch bekomme. Dann sind wir dagegen ein Stück weit gefeit. Und ich bin froh, hier keine Kohle für Waffen rausgehauen zu haben. Hat sich jetzt als richtige Entscheidung gewiesen. Oh, Moment. Nee, auch nicht richtig. Da brauche ich jetzt wirklich den Schlüssel aus meinen Sachen. Da war ja das Clipboard. Okay, vielleicht sollten wir sie erstmal ein bisschen gehen lassen, bevor die hier noch ein Sauerstoffzelt braucht. Genau da drüben, ne? Ach, und jetzt habe ich einen Schlüssel für die Tür. Das ist gut. Oh, das ist auch gut. Die habe ich übrigens immer noch nicht, ne? Die hätte ich tatsächlich mal kaufen können. Die Schrotflinte. Aber hey, ich bin geizig. Ja, da geht's weiter. Da geht's runter. So, dann schaue ich mal, was es hier hinter Schönes gibt. Ja, du sollst noch daran. Ja, ja. Oh, hi. Oh, da klingt jemand. Ah, nee, doch nicht. Wie gemein. Klang, als bräuchte sie Hilfe. Junge, die kann aber was ab. Oh fuck, oh nein. Zum Glück habe ich gespeichert. Gut, bis gleich. So, dieses Mal öffne ich aber nicht die Tür, sondern hol mir erst meine Sachen. Das scheint mir die bessere Reihenfolge zu sein. Ach, und hier können wir, naja, können wir über Umwege... Machen wir gleich, ja. Sie ist da. Okay, super. Aber ich hoffe, hier ist alles drin. Schauen wir mal nach. Sieht gut aus, ja.
Wie wäre es mal, was Vernünftiges anzuziehen? So. Shirt. Was hat sie denn für Schuhe an? Sind eigentlich okay. Ich finde die hier besser. Ja. Soll genügen. Können wir jetzt nochmal speichern? Und dann mischen wir mal die Dödel da auf. Es wäre nett, wenn man hier die Tür jetzt von innen aufstoßen könnte, damit es zukünftig ein bisschen leichter geht. Ist aber, glaube ich, nicht so vorgesehen. Oder? Nee. Moment, die Brille scheint mir ein bisschen unsinnig. Ja, der Teufel steckt im Detail. So. Gut. Jetzt schauen wir mal. Was nehmen wir denn für eine Waffe? Es wäre sogar angebracht, mal nach Granaten zu schauen. Ich habe auch eine. Da fliegt dann nämlich gleich auch erstmal eine Granate rein. So. Das ist so eine. Ach, die ist das. Deshalb habe ich so Probleme. Okay. Ah, okay. Ja, jetzt wisst ihr, warum ich die letzten Male immer sofort mit dem Ding erledigt habe. Die sind super gefährlich. Das ist jetzt auch eine Glückssache, dass das gut gegangen ist. Darum hatte ich ihr Schreien auch gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich die eben immer gleich sofort erledigt hatte. Achso, zu spät. So, wer will denn hier noch Ärger? So. Gut. Ja, hier ist auch noch was. Ein Sammelobjekt. Gut, wir kommen voran mit dem Zeugs. Ich dachte hier ursprünglich, der Titel ist in mehreren Leveln aufgeteilt, aber ich glaube, das scheint das eine große Spiel zu sein. So, wollen wir uns jetzt vielleicht mal... Erstmal können wir noch ein paar Kristalle verticken. Und jetzt vielleicht mal die Schrotflinte gönnen. Ja, ne? Na bitte. Was ist das hier? Kleidung, ne? Das ist alles Kleidung. Ha. Wollen wir uns da mal was basteln? So. Oh, das ist ein bisschen arg wenig. Okay. Also mindestens eine Hose sollte sie schon haben, finde ich. Darauf bestehe ich. So. Haben wir den? Okay. Können wir uns gleich nochmal genauer angucken. Was haben wir hier noch? Okay. Das ist der Startbereich. Das finde ich tatsächlich sehr cool, wie die Level-Segmente ineinander allmählich übergehen. Jetzt würde ich eigentlich gerne auch mal hoch, weil da war ja auch noch so eine Clipboard-Tür. Komme ich jetzt allerdings nicht mehr ran. Gut, dann würde ich sagen... Hier, nee, Moment, hier war es nicht. Das mit diesem kaputten Treppenhaus, dann machen wir da jetzt mal weiter. Hier war das. Ah, brauchen wir ein neues Schloss. Ich spreche in Deutsch wie ein Dödel. Und Treppensteigen kann ich auch nicht, wie man sieht.
Eingangsbereich. Sehr gut. Weil in der Nähe nicht irgendwo ein Bett. Ja, da unten, ne? Und, ah, hier war auch noch eine marode Wand. Um die werden wir uns auch gleich nochmal kümmern. Wenn ich gespeichert habe. Der Speicherpunkt, da war der. Mal schauen, ob wir da auch noch was freilegen. Ich könnte mir das gut vorstellen. Wo war jetzt das Bett? Hier. So. Sind das schon wieder neue Gegner? Krieg die Krise. Da, ne? So wieder mit dem gleichen Trick. Also. Probieren wir unser Glück. Das hat's nicht gebracht. Ich werde wahrscheinlich nochmal neu starten müssen, aber erstmal gucken, wie kriegen wir das hin. Bleibt nicht lang genug in der Luft. Und diesmal ist da die Decke, da wird es höchstwahrscheinlich abprallen. Ich könnte es hier gegenwerfen. In der Hoffnung, dass es dann darüber springt. Probieren wir das nochmal. Nee. Gut. Ich habe eine Idee. Ich war da gerade wieder am Ausprobieren und da fiel mir der Raum darüber ein. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Da war doch ein abgesperrter Raum. Vielleicht kann ich dort eine Granate durchwerfen. Das wäre doch mal ein Gedanke, oder? Ich verstehe jetzt nur gerade nicht, warum sie so schnell Kondition verliert. Ich bin doch bei voller Gesundheit. Schon wieder irgendwo ein Zombie unterwegs. Hier haben wir auch noch einen Raum. Tja, jetzt habe ich sie schon gekauft. Wie kommt man da denn rein? Ja, auch eher von der Seite, ne? Gut, kümmern wir uns erstmal um mein Thema. Gut, der geht nach wie vor nicht. So, hier. Wenn ich da jetzt eine Granate reinwerfe, dort rüber, das müsste doch gehen, oder? Jawohl. Gut. Perfekt. Ach komm. Also hier. Hier, dann darüber. Dann sind wir drin. Oder auch nicht. Das war nur, ich weiß auch nicht. So. Besser. Okay. Jetzt haben wir hier ein neues Kleidungsstück. Okay, von mir aus. Und Munition. Sehr gut. Und eine Handgranate. Wir werden verwöhnt. Jetzt habe ich fast völlig vergessen, wo ich eigentlich mal mit euch hin wollte. Wie bin ich denn jetzt überhaupt hierher gekommen? Habe ich denn eigentlich eine Map? Ich habe... Oh, was ist das? Interessant. To-Do-List. Ah ja. Hint. Ah ja. Spannend. Und da sind die ganzen Aufzeichnungen. Okay. Die ruft mal mit M auf.
Ich glaube aber, es war eine Etage höher, ne? Von wo ich hierher gekommen bin. Genau hier. Gehen wir mal weiter runter, würde ich sagen. Ah, und hier ist ein neuer Speicherraum. Sehr gut. Sportiv. Ist ja sonst irgendwas Nettes? Nee. Aber ist auch schön, dass man immer auch noch ein Bad bekommt für seinen Speicherort. Nicht nur ein Bett, sondern auch ein Bad. Okay. Das könnte bedeuten, dass es jetzt nochmal heiß hergeht. Gut. Idiot. Machen wir da erstmal weiter? Das kenne ich doch schon, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Und hier wurde ich aufgegriffen und bin hier runtergestürzt. Genau, das war's. Dann kann ich jetzt auch hier weitermachen. Okay, was kommt jetzt?他们想要拿到解药配方。真的有解药吗？还没有，研发被中断了。因为……嗯，你怎么来了？我……你认识我？哪吒，啊，good。啊，你快跟我来！等等，这究竟是怎么回事？中心实验室在最底层。 通过电梯下去, 到时候我... Shit. Problem. Wer bist du denn, Hübscher? Oh, fuck. Das hat mich selber erledigt. Das war natürlich clever. Ah. Was ist die Strategie? Weglaufen? Ich habe mich gerade noch mal eine Etage tiefer vorgewagt. Ob hier vielleicht noch was Interessantes ist? Naja, eigentlich nur das hier. Das nehmen wir natürlich mit. Kann nicht schaden. Oh, und hier? Das können wir uns auch noch mal anschauen, oder? Vielleicht erleichtert uns das auch nochmal die Flucht. Naja, eher nicht. Oh, Moment. Kommen wir jetzt vielleicht an unsere Schrotflinte? Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass ich die doch nicht habe. Wahrscheinlich habe ich gespeichert. Vor dem Kauf. Und als ich später eingestiegen bin, hatte ich sie nicht mehr. Gut, aber das bringt mich auch nicht weiter. Oder eigentlich doch, ich könnte hier jeden weglaufen. Hier ist auch noch ein Badge. Ah. Okay. Ich will jetzt aber, dass ich das nicht alles nochmal machen muss. Vorher nochmal speichern. So, geht ja fix. Wer nochmal zur Toilette muss, kann hier gerne gehen. Wir haben ja eine ganz eigene. Ich überlege gerade, ob ich dann auch mal eine Mine auslege. Das ist auch noch eine Idee. Das könnte ich vielleicht schon vorher machen. Wo erscheint der denn? Danke, Dude. Hier erscheint der, ne? Lege ich hier schon mal eine Mine hin. So.
Schauen, ob uns das was bringt. Können wir das überspringen? Ja. Mist. Lauf! Okay, es war ein Anfang. Lauf! Warum steht die? Warum geht die nicht? Oh, das ist natürlich schlecht. Okay, aber das wird unser Ansatz sein. Ich war offenbar in der Welt festgehakt. Tja. Okay, so. Auf die dreckige Art erledigt. Aber hey, das Ergebnis zählt, oder? Gut. Okay, dann haben wir jetzt den Schlüssel. Und nur da wartet uns ja nichts mehr. Da ist noch eine Maske. So. Gibt es hier sonst noch was Nettes? Nee, eher nicht. Okay. Ich glaube, das war wieder eine Etage höher, ne? Wo wir jetzt hin müssen. Ja, ich verstehe dich leider so schlecht. Aber ich hoffe, das war irgendwas Respektvolles. Gut. Ja, da ist die Tür auch schon. Moment, denn da. Wie geht's? So, Nummer 1. Ah, aber hier komme ich, oder kann ich hier hoch? Oh ja, wahrhaftig. Aber da nicht. Dann eben nicht. Aber vielleicht sollte ich mich erstmal auch um die kümmern. Jawohl. Gut. Ja, hier haben wir auch noch was Schönes. Aber was ist denn mit der Seite? Na gut. Was haben wir hier? Hola, Mischela. Tilly, you got her entry. Okay. Ein weiteres bedauerliches Schicksal. Gut, was haben wir hier? Leider nichts. Hier brauchen wir wieder einen Code. Oh, hübsch. Oh Mist. Ich hoffe nicht, dass das der Code ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, was da steht. Ah, Moment. Ich benutze mal den Translator. Vielleicht kann... So, und das gerade für ein Gewölle.
Vielleicht kann der was damit anfangen. Also, Sprache erkennen. Kamera. Gut arbeiten und fischen. Gut, hilft mir so gar nicht weiter. Tja, muss ich passen. Gibt's da vielleicht noch andere Hinweise? Irgendwie nicht. Naja, ich akzeptiere meine Niederlage. Oh, Moment. Ist es das vielleicht? 6083? Muss mal probieren. Ja, wie geil. Okay, das war wieder cool. Okay, jetzt bin ich auf der besagten anderen Seite. Ah, und hier ist der Fahrstuhlraum. Sehr gut. Alles klar. Schließt sofort alle Fahrstühle zum Zentrallabor. Es darf nicht geöffnet werden, bis neue Anweisungen kommen. Wegen ernster Probleme mit der Stromversorgung werden einzelne Einheiten vorübergehend runtergefahren. Schalten Sie unbenutzte Elektronik aus, um die elektrische Belastung zu reduzieren. Oh, Elevator Nummer 2 geht ständig kaputt. Oh. Geht alles nicht, aber 5. Ich kann jetzt auf 5. Sehr gut. Ah, da haben wir 3 9. Da haben wir nichts. 7 4 3 9. Probieren wir es aus. Nee, falsch. Vielleicht andersrum. Nee, warte, das war ja 3974, ne? So, jetzt haben wir's. Ja, gut. Alles klar. Ein weiteres Teilchen für meine Sammlung. Sofern ich nichts übersehen habe bisher, könnte ich die vielleicht sogar vollständig bekommen. So, dann gehe ich nochmal speichern. Dann fahren wir da mal hoch. Hätte ich mir noch was kaufen sollen? Ach nein. Geil. Das hat sich ja voll gelohnt. Okay, gut. Damit machen wir an dieser Stelle erstmal Ende. Finden wir beim nächsten Mal raus, was die sich dabei wieder gedacht haben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.